Ja, also ich würde mir wünschen, du Liebe und die, die jetzt noch dazukommen, dass wir hier auch miteinander interagieren. Dass wir hier auch miteinander interagieren. Denn schau mal, auf der einen Seite, ja, gut und schön, dich hier berieseln zu lassen, dir Informationen zu holen. Jedoch ist es viel, viel hilfreicher, unterstützender, zielführender, wie auch immer wir das nennen möchten, wenn du hier wirklich auch mit mir agierst, wenn du dich auch traust. Dann schau mal, vielleicht können wir da schon mal, bevor wir überhaupt starten, die ersten Glaubenssätze schon mal wieder beiseite schieben. Erste Dinge, die überhaupt im Grunde genommen nicht deines sind, nämlich als Kind, wenn du in einen Raum gekommen bist, dann warst du einfach da. Dann hast du groß und neugierig da geguckt. Und hast Fragen gestellt, hast dich mit eingebracht, wie auch immer. Ja, also ich rede jetzt wirklich von einem kleinen Kind. Ich rede jetzt nicht von einem Kind, das 2, 3 Jahre alt ist und schon erste Prägungen hat, wie es zu sein hat, wie es nicht zu sein hat, wie es sich zu benehmen hat, dass es nicht so laut sein darf und alles Mögliche. Sondern über die Zeit davor rede ich. Und da warst du auch einfach da, ganz neugierig, bist auf Menschen zugegangen. Warst wissbegierig und sowas. Und vielleicht können wir jetzt all diese Dinge, die da jetzt noch auf dir lasteten, bis eben mal gleich wegschicken, damit du dich heute hier auch traust, zu interagieren mit mir, sprich zu kommentieren und nicht nur das, sondern vor allem deine Fragen zu stellen, damit du auch wirklich ganz, ganz viel jetzt hier aus diesem Live-Training rausnimmst. Weil dazu mache ich es ja. Ich mache das ja nicht, weil ich hier sonntags morgens nichts anderes zu tun habe, sondern weil ich dir helfen möchte, weil ich dir auf die Sprünge helfen möchte, weil ich dich unterstützen möchte, weil ich weiß, dass in dir viel, 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 viel mehr Potenzial drin ist, viel mehr Gaben, Stärken, viel mehr Einzigartigkeit, als was du dir bis jetzt vielleicht noch vorstellst. Okay, wollen wir unter dem Aspekt jetzt dieses Live-Training hier mal machen? Und ja, schreib also gerne mal rein deine Fragen, die dir jetzt vielleicht so in den Sinn schon mal kommen. Schreib auch gerne mal rein, wo du gerade stehst. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, aber, also so meine Gedanken, meine 3 Schritte, was ich hier jetzt natürlich mit dir machen möchte. Aber ich kann dich natürlich noch viel besser unterstützen hier, wenn du natürlich mir auch sagst, hier, wo stehst du gerade? Was hast du vielleicht schon unternommen? Also in ganz kurzen Stichworten, da schaue ich gerne rein und ja, gehe da auch gerne hier in diesem Live-Training auf dich ein. Das ist meine Intention, ja, damit du wirklich mal dahin kommst, wo du eigentlich hin möchtest in deinem Leben. Okay? Wann bist du hier überhaupt richtig? Wenn du, muss ich mal einen Schluck Tee trinken. Entschuldigung. Wann bist du hier überhaupt richtig? Wenn du nach mehr Klarheit suchst, wenn du deine Freude wiederfinden möchtest in deinem Leben, wenn du so eine tiefe Sehnsucht in dir hast und wissen willst, warum du überhaupt hier mal aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt hast, warum du hier überhaupt auf der Welt bist, was soll das Ganze hier überhaupt? Das sind so Fragen, die ich mir früher gestellt habe. Und nach Antworten gesucht und die auch gefunden habe. Denn nur wer fragt, bekommt auch Antworten. Klammer auf, Klammer zu, zwischendrin mal eine kleine Anmerkung. Immer wenn du denkst, ja, aber, oder immer wenn du in Schlussfolgerungen denkst, machst du Deckel zu, Universum sagt immer, dein Wunsch ist mir Befehl, kannst du keine weiteren Möglichkeiten und Antworten auch in dein Leben lassen. Also ganz wichtiger Aspekt, immer Fragen stellen. Gilt jetzt hier auch fürs Kommentarfeld. Okay? So, und du bist ja auch richtig, wenn du jetzt wirklich mal in deine volle Größe kommen möchtest. Die Größe, das Potenzial, ohne dass wir beide uns jetzt vielleicht auch schon physisch begegnet sind. Ich weiß, nicht nur aufgrund meiner eigenen Lebensgeschichte, sondern auch aufgrund der vielen, vielen Menschen, insbesondere Frauen, die ich die letzten 15 Jahre einfach schon begleiten durfte, dass auch für dich viel, viel mehr möglich ist,
Und das im Prinzip da draußen im Feld auch vorbereitet ist, im universellen Feld. Du es nur noch dir in dein Leben holen darfst. Und das machst du am einfachsten, wenn du dein inneres Licht, dein inneres Strahlen da wirklich mal in die Welt bringst. Das heißt, dich eben auch zeigst. Und deshalb, ich gratuliere dir auch, dass du überhaupt hier bist. Dass du sonntags morgens um 9 Uhr hier in der Gruppe bist. Und das zeigt auch, dass so ein inneres Commitment schon mal da ist, dass du mehr im Leben haben möchtest. Dass du dich jetzt auf deinen Weg begeben möchtest. Deshalb feiere ich dich dafür und feiere dich auch selbst dafür, dass du überhaupt diese Entscheidung getroffen hast, dass du ein allererster Schritt schon mal in die andere Richtung. Okay? Gut. Also, wir wollen ja heute über Schritte sprechen, wie du dich jetzt erfolgreich, ich spreche bewusst davon, wie du dich wirklich erfolgreich selbstständig machst, nicht irgendetwas probierst zum vielleicht gefühlt 1000. Male oder 100. Male oder guckst, was machen andere, wie könnte ich andere nachahmen, wie könnte ich da was nachmachen, weil das sind genau die Dinge, deshalb erwähne ich das so explizit, die ich früher auch gemacht habe. Wenn ich so an meine Mentaltrainerausbildung denke, ich habe geguckt, wie mein Ausbilder das damals gemacht hat und habe dann versucht, das nachzuahmen, nachzukopieren. Das kann natürlich nicht funktionieren, wenn ich versuche, eine Kopie von jemandem zu sein. Und deshalb schon mal gleich ein erster Hinweis. Wenn du bis eben noch versucht hast, weil du eine Ausbildung oder vielleicht auch gefühlt hunderte Ausbildungen schon gemacht hast, aber auch gefühlt tausende Ausbildungen gemacht, in physischer Form, in virtueller Form, online, über Bücher, über Kurse, über was weiß ich nicht alles, ja, zu dem Lebenskurs auch noch. Du bist du selbst. Du bist du. Und du bist einzigartig. Und du trägst auch ein einzigartiges Potenzial in dir. Deshalb schicken wir mal all das jetzt schon mal weg. Bitte, was dich bis eben noch hat denken lassen. Ich muss gucken, wie andere das machen und da was nachbauen, nachahmen, statt du selbst und dein eigenes Ding zu machen. Und so mein Start vor 15 Jahren war noch Webseite gestalten, Tage, Nächte lang sowas gemacht, weil ich damals auch finanziell nicht das Geld gehabt hätte, Tausende von Euros jemandem zu geben, der mir die Webseite gestaltet hat. Deshalb habe ich mir das mühselig alleine beigebracht. Heute gibt es Baukastensysteme, aber die viel schneller gehen. Aber ich sage dir eins, du brauchst heute keine Webseite mehr. Also verabschiede dich davon schon mal. Ich habe einen Blog geschrieben. Sonntags nachmittags war immer so mein Zeitrahmen, wo ich die ganze Woche den Blog vorgeschrieben hatte. Ja, also Beiträge auf der Webseite, die dann jeden Tag veröffentlicht wurde. Ich habe Flyer drucken lassen. Ich bin dagegen drum gefahren und habe 5000 Flyer erstmal verteilt, weil ich dachte, okay, muss mich ja irgendwie zeigen. Ich war auf Messen unterwegs, hatte Messestände. Ich hatte Visitenkarten. Ich habe bei der Volkshochschule oder bei Volkshochschulen angeklopft, Institutionen angeschrieben. Logo erstellt. Logo ist auch so etwas, wo viele glauben, ich brauche erstmal ein Logo für meine Selbstständigkeit. Vergiss das bitte alles. Schieb das alles mal beiseite. Ich erzähle dir das jetzt so offen und ehrlich auf dem Weg, wie ich angefangen hatte. Erstens war es vor 15 Jahren noch eine andere Zeit als jetzt. Zweitens, ich wusste um viele Dinge einfach nicht. Okay? Deshalb löst dich mal von diesen Dingen. Und was ich auch gemacht hatte, ich hatte Werbung geschaltet. Viel Geld in Werbung gesteckt, einfach mal so ins Blaue, in Anführungsstriche, Werbung geschaltet und auch da viel Geld rausgeworfen. Auch das brauchst du nicht. Und ich glaube ganz fest,
du bist genauso wie ich. So vielseitig interessiert, hast so viele Talente und Fähigkeiten, Interessen vor allem, vielleicht noch mehr Interessen, weil das mit den Talenten und Fähigkeiten ist auch so ein Ding, das hast du auch, jedoch diese Talente und Fähigkeiten, die wir haben, die du hast, die dich ausmachen, die sind überwiegend so selbstverständlich bis eben noch für dich, dass du glaubst, das ist nichts Besonderes. Kann ja jeder. Ist so selbstverständlich. Ja? Deshalb lass uns lieber über diese vielen Interessen mal sprechen, die du hast, die ich ja auch habe. Wozu hat das bei mir geführt? Ich war dann irgendwann mit so einem Bauchladen unterwegs. Diese ganzen Interessen, die mir Freude bereitet hatten, habe ich versucht, auch daraus in die Welt zu bringen, den Menschen zu zeigen. Das funktioniert natürlich nicht gut, weil dann versuchst du für alle da zu sein, im übertragenen Sinne die ganze Welt da draußen zu retten und bist letzten Endes für niemanden da. Und das Ding ist, und ich glaube, das kann auch ein großer Knackpunkt bei dir sein, schreib mir doch auch mal gern, bitte, bitte ins Kommentarfeld rein, was hast du denn schon unternommen, um erfolgreich selbstständig zu werden? Oder was war denn so bislang dein Weg? Wo stehst du gerade, damit ich dir da an dem Ansatzpunkt auch noch ein bisschen was weitergeben kann? Okay? Was mir so total schwer gefallen ist, zu sagen, ich lasse das weg, lasse das weg. Also lass zum Beispiel, ein großer Part bei mir ist immer noch auch das Ding, Thema gesunde Ernährung, glückliche Partnerschaft, glückliche Kinder, glückliche Familie. Ich selbst darf in meiner Freude sein. Ich darf auch Geldenergie in mein Leben lassen. Also so diese ganzen verschiedenen Bereichen, da eins rauszupicken und zu sagen, alles andere lasse ich außen vor. Das war mit eines meiner größten Herausforderungen, weil ich glaubte, so muss das sein. Stichwort, hast du bestimmt da draußen auch schon gehört, so eine ganz spitze Positionierung. Das Ding ist aber, was letzten Endes den größten Quantensprung bei mir, was wirklich alles gedreht hat, was der größte Quantensprung war, was wirklich alles gedreht hat in eine andere Richtung, dass ich erfahren habe, was entspricht wirklich meiner Lebensaufgabe, meinem Seelenplan. Und dann, Achtung, das ist das Wichtige dabei, all diese Talenten und Fähigkeiten, die dich ausmachen, damit reinpacken, sodass es ein wunderbares Ganzes wird. Und im Hinblick bei Geld, das habe ich ja eben auch erwähnt, habe ich auch geguckt damals, ja, was verlangt denn so mein Ausbilder für eine Stunde an Energieausgleich? Dann dachte ich, er ist ja schon weiter als ich. Wie kann ich nicht verlangen? Ich glaube, das waren damals 90 Euro. Ich habe dann mal, glaube ich, mit 50 Euro oder sowas angefangen. Weil der Glaubenssatz in mir drin war, ich bin ja noch nicht so weit wie der, ich kann das ja noch nicht so gut, also musste weniger verlangen. Das sind bitte alles, wenn du in der Richtung Glaubenssätze in dir hast. Ich bin nicht gut genug, ich kann das noch nicht so, der oder die ist weiter, der weiß viel mehr und, was auch immer. Beobachte mal, was da jetzt gerade in dir aufkommt. Warum du dich bis eben noch nicht gezeigt hast. Schick das alles mal zurück, weil Wahrheit, was weißt du, wenn du ehrlich zu dir selbst bist. Komm mal nochmal zurück an das kleine Kind, von dem wir eingangs gesprochen haben. Das käme nicht auf die Idee, so zu denken. Du als kleines Kind wärst nicht auf die Idee gekommen zu denken, ich bin nicht gut genug. Stimmt's? Was heißt das? Das sind alles Dinge, die über dir liegen, die du für wahr hältst, die aber nicht deine sind. Okay, schick mal alles weg, jetzt, in diesem Moment, was nicht dir ist. Alles, noch mehr. Alles, was nicht deines ist. Du
Du musst jetzt noch nicht mal eine klare Vorstellung davon haben, was da alles über dir liegt an Schleiern. Ich habe das bei mir immer so bezeichnet wie so ein Damoklesschwert. Schick das mal alles weg, so nach dem Motto, alles mal jetzt raus hier aus dem Kopf, damit mal wieder Neues hier rein kann. Okay? Gut. Also, was du also definitiv nicht brauchst, falls du das bis eben noch geglaubt hast, eine topgestylte Webseite, angemietete Praxisräume, kostspielige Werbung, YouTube-Kanal, Instagram mit 10.000 Followern oder ein Buch schreiben. Und was du am allerwenigsten brauchst, sind Ratschläge aus dem Umfeld. Die auch an, und das sind diese Ratschläge aus dem Umfeld, das ist alles gut gemeint. Bitte, die geben dir diese Ratschläge, weil sie es wirklich, wirklich gut mit dir meinen. Aber diese Ratschläge kommen ja auch aus den Prägungen von deinem Umfeld. Deshalb schau bitte hin. Jeder, der dir Ratschläge gibt, wo steht der oder diejenige? Steht der dort oder steht die dort, wo du hin möchtest? Dann nimm diesen Ratschlag, diesen Tipp, diese Anleitung an. Steht der oder diejenige nicht dort, wo du hin möchtest, also auf gleicher Ebene, das meine ich jetzt nicht bewertend oder beurteilend, sondern auf gleicher Ebene wie du, dass du letzten Endes auch auf der Suche ist, was der Sinn ihres Lebens ist, dann vergiss den Ratschlag. Lass ihn an dir weg abprallen. Dafür haben wir zwei Ohren, da rein und da raus. Okay? So. Das schon mal dazu. Nochmal der Aufruf. Sehe ich hier die Kommentare nicht? Ah, okay. Françoise aus dem Mittenwald. Guten Morgen, liebe Birgit. Genau, das sind im Moment auch meine, Françoise. Habe kein Ziel. Okay. Melanie, guten Morgen. Schön, dich auch zu sehen. Genauso habe ich es bisher auch gemacht. Werbung etc. Ja, genau. Marion, ich habe momentan noch das Gefühl, dass ich keine eigenen Ideen mehr habe. Okay. Marion hat auch schon ganz viel versucht. Ich habe schon nach Modellen gesucht und verschiedene Friseurläden angeklopft, die aber nichts für mich waren. Die wollten wahrscheinlich nur eine bessere Aushilfe oder so. Habe für verschiedene Shops auch Kollegen angesprochen und auch Freunde, was aber nichts gebracht hat. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Andere Kollegen aus der Nagelbranche gefragt. Genau. Also zum Ziel, da gehe ich gerne noch drauf ein. Und diesem Thema sich so umschauen, was andere machen. Und habe im Moment keine Ideen. Also Marion, bei dir weiß ich, du wirst ganz, ganz bald Klarheit haben, was absolut dein Ding ist. Das ist außer Frage. Nur für die anderen, die jetzt hier noch das Replay anschauen oder auch jetzt hier dabei sind und sich damit identifizieren können. Ich würde dich gerne dazu einladen, aufzuhören, dich mit anderen zu vergleichen. Aufzuhören, dich mit anderen zu vergleichen. Das ist im Grunde genommen mit das Heftigste, was wir machen können. Weil wir damit nur das mangelnde Selbstbewusstsein, den mangelnden Selbstwert und alles, was da so im Kopf unbewusst vor allem viel, wenn es ja unterbewusst ist, können wir es ja noch wahrnehmen. Aber irgendwann sickert das, was unterbewusst ist, noch ins Unbewusste ab. Wie so ein Virus, wie ein Sabotageprogramm. Und wenn wir uns dann anfangen, mit anderen zu vergleichen, dann kommen wir noch mehr auf den Trichter und denken, boah, die kann das so gut, der hat so viel Wissen, da gibt's ja schon so viele. Wenn du eine Idee hast, in irgendwas zu machen,
Da gibt es ja schon so viele, hör mal das so mit der Nagelbranche, da gibt es ja schon so viele, die in der Richtung was machen und die verlangen so und so viel, dann muss ich noch weniger dafür verlangen für mein Angebot. Das kannst du auf jedes Angebot holen. Es ist egal, was du gerade an Ideen und Gedanken hast, was du gerne machen möchtest, wo du sagst, ja, das ist so die Richtung, in die es gehen kann. Das ist das Heftigste, was du machen kannst, weil du kriegst davon nicht neue Kunden und geschweige schon gar nicht die Kunden, die du wirklich haben möchtest. Geschweige denn, dass du den Umsatz damit machst, den du gerne hättest und das Geld in dein Leben ziehst, das du gerne hättest und auch brauchst, vor allem deinen Körper brauchst, damit du es dir gut gehen lassen kannst und auch was weiterfließen lassen kannst. Okay? So, und zu den Zielen. François war das, glaube ich, die das geschrieben hat. Also ich meine, der Rahmen lässt es jetzt hier nicht zu, da im Detail auf dieses Ding mit den Zielen einzugehen. Ich möchte dir, und ich weiß, dass es vielen auch so geht, ging mir früher auch so, dennoch jetzt hier mal was mit auf den Weg geben. Wir können ja noch mal ein eigenes Live-Training hier speziell zu dem Thema Ziele machen. Erlaubt dir wieder, weil das mit dem Ziel ist so wichtig. Du darfst für dich die Klarheit finden, wo willst du überhaupt hinkommen? Sonst kommst du ja nirgendwo an. Wenn du dich ins Auto hockst und nicht den Schlüssel umdrehst und aufs Gaspedal drückst, bewegst du dich nicht vorwärts, bleibst du stehen. Und wenn du einfach nur losfährst und weißt nicht wohin, fährst du einfach nur in der Gegend rum. Deshalb Stichwort Ziel, du brauchst dieses Ziel. Du musst wissen, wo es hingeht in deinem Leben, wo du hin möchtest, um den Motor überhaupt anzuwerfen, erfolgreich Gas zu geben, metaphorisch gesprochen, und dann auch in diese Richtung zu gehen, zu fahren, also deinem Leben die von Herzen gewollte Richtung zu geben. Okay? So, wie kommst du jetzt überhaupt dahinter? Was ist denn mein Ziel? Wo will ich denn überhaupt hin? Kannst dir anschließend mal ein Blatt Papier holen, jetzt gerne die Frage schon mal aufschreiben und das kannst du anschließend machen. Wenn alles für mich möglich wäre, wenn alles für mich möglich wäre, wie genau würde ich leben? Wo würde ich leben? Und wie würde mein Tag ausschauen? Wie genau würde ich leben? Wo würde ich leben? Und wie würde mein Tag ausschauen, wenn alles für mich möglich wäre? Und dann sagst du dem Denker, dem Verstand, dem Süßen, der ein guter Diener, aber ein schlechter Herr ist, lieber Denker, lieber Verstand, du darfst jetzt mal gegenüber von mir auf dem Stuhl deinen Platz einnehmen. Ich liebe dich so, wie du bist. Aber jetzt nimmst du bitte mal gegenüber auf dem Stuhl deinen Platz ein und jetzt lässt du mich hier einfach mal schreiben. Okay? So. Und dann schreibst du einfach mal, ohne drüber nachzudenken, was da fließt. Und sobald das Köpfchen dann doch einsetzt, wie soll denn das gehen, was du gerade aufschreibst? Keine Bewertung, keine Beurteilung, aber dann bist du dem Ding schon mal näher. Okay? Gut. So, haben wir das auch. So, was brauchst du denn definitiv, um dich wirklich erfolgreich selbstständig zu machen? Und nicht mit Bauchladen zu starten und hier und da diese Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, was du nicht brauchst. Du darfst wissen oder musst wissen, ich benutze dieses Wörtchen, muss nur noch ganz, ganz selten. Weil ich mich von diesen Wörtern verabschiedet habe. Und da würde ich dich dazu einladen, dich auch mit dieser kleinen Ausnahme davon zu verabschieden. Wir müssen überhaupt nichts, gar nichts. Wir müssen überhaupt nichts. Wir müssen noch nicht mal die Toilette putzen. Auch das müssen wir nicht. Krasses Beispiel. Die Frage ist immer,
wie will ich es haben? Will ich eine schmutzige Toilette haben? Nee, will ich wahrscheinlich nicht. Also macht es Sinn, sie zu putzen, zu säubern oder eben säubern zu lassen. Ja? Okay, also, nur in dem Falle hier, es ist mehr als hilfreich, wenn du dich jetzt wirklich erfolgreich selbstständig machen möchtest und nicht nochmal irgendwelche Versuche starten willst, dass du Klarheit hast, was ist deine Lebensaufgabe, was ist dein Seelenplan, was entspricht deinem Seelenplan, wie kommst du dem näher, indem du wiederum Fragen stellst, indem du dir die Frage stellst, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Was ist die Quintessenz deiner selbst? Was ist deine Botschaft, die du in dir trägst, und zwar nur du, auf deine Weise? Was macht dich einzigartig? Was macht dich einzigartig? Und was ist so selbstverständlich für dich, was aber dich einzigartig macht mit deinem bisherigen Lebensweg, wo du schon Probleme gelöst hast für dich, vielleicht auch schon für andere Menschen, aber du gar nicht auf die Idee kommst, dass andere das nicht können. Was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Lass das mal nochmal wirken. Was ist die Quintessenz deiner selbst? Was ist deine Botschaft, die du in dir trägst? Und zwar nur du auf deine einzigartige Art und Weise, aufgrund deines bisherigen Lebensweges. Was ist es? Magst du es mal im Kommentarfeld teilen? Ich gucke mal, ob ich da was sehe. Okay, also gerne reinschreiben. Falls du so eine Ahnung nur hast und sagst, damit kann man aber kein Geld verdienen oder sowas, ja, können wir gerne auch drauf eingehen. Es dauert hier nur immer ein bisschen, bis ich es angezeigt bekomme. Okay, so, und daraus kannst du, also diese Probleme, die du in deinem Leben bislang schon gelöst hast, was für dich vielleicht so selbstverständlich ist, kannst du auf deine Art und Weise ein einzigartiges Angebot machen, was dich ausmacht. Nichts nachmachen, nichts nachahmen. Weil schau mal, was braucht gerade zum jetzigen Zeitpunkt die Welt da draußen am meisten? Was braucht die Welt da draußen am meisten? Wenn jetzt vielleicht Frieden und Licht und Liebe kommt, ja, definitiv. Nur das Licht, der Frieden und die Liebe, die die Welt da draußen braucht, die fängt bei uns hier drin an. Die fängt bei uns hier drin an, nicht da draußen. Sondern hier fängt sie an. Wenn wir alle das ausstrahlen, gibt es da draußen nicht die jetzige Situation, aber die haben wir jetzt. Okay, das heißt, die Welt da draußen braucht in erster Linie Problemlöser. Problemlöser. Und was hast du schon so wunderbar in deinem Leben gemeistert? Welche Probleme hast du schon gelöst, die du bis eben noch so für total selbstverständlich gehalten hast? Wo es da draußen aber viele Menschen gibt, die so den einen entscheidenden Schritt noch nicht gegangen sind wie du. Da braucht die Welt da dich da draußen als Problemlöserin. Mit deinem einzigartigen Angebot, nicht mit einem Bauchladen, sondern mit deinem einzigartigen Angebot, mit deiner einzigartigen Hilfestellung. Okay. Und wenn du vielleicht sagst, das Thema hatte ich die Woche auch mit einer meine Akademikerinnen, wo wir den Seelenplan, die Lebensaufgabe definiert hatten, haben wir immer so eine Stunde für. Die hat schon sehr viele Probleme in ihrem Leben gelöst. Und dann steht man so selbst
so auf dem Schlauch, also wenn du zu denjenigen gehörst, die schon ganz viele Probleme gelöst haben, da auch nochmal zu schauen, was ist das größte Problem, was du bislang gelöst hast für dich oder auch für andere Menschen? Und wie kann ich all die anderen Probleme, die ich schon gelöst habe, damit kombinieren, sodass es auch wiederum zu einem großen Ganzen ist? Wo ist dieser Faden? Wo ist das, was das Ganze zusammenbringt, auf den Punkt bringen kann? Ja, also es geht darum, du merkst schon, es geht wirklich darum, die Quintessenz deiner selbst da draußen der Welt zu zeigen. Nichts und niemand anderen nachzuahmen, sondern wirklich dir zu erlauben, dich selbst ja, zu entdecken und dich der Welt da draußen zu zeigen mit deinem einzigartigen Angebot. Okay. Und da greift auch ein nächster Punkt mit rein. Du darfst diesen Wunsch auch in dir tragen, anderen Menschen helfen zu wollen. Ein ganz wichtiger Aspekt. Und ich glaube ganz fest, das hast du auch, weil gerade sind ja hier überwiegend Frauen hier in unserer Community und auch bei den Menschen, die ich begleite und auch begleiten durfte. Das sind ja überwiegend Frauen. Ich freue mich über jeden Mann, der auch dazu kommt. Ich glaube, da sind wir Frauen ein bisschen Vorreiter jetzt noch. Auch ein netter Glaubenssatz. Okay, den löse ich dann auch mal gerade. Wir alle haben so eine Art Helfersyndrom in uns und wir helfen auch gerne rund um allen und jeden. Das Ding ist nur die Prägung dahinter, damit kann ich doch kein Geld verdienen. Das gehört sich doch nicht. Wir sollten das funktionieren, weil uns das nie jemand beigebracht hat. Und ich würde mal gerne noch was mit auf den Weg geben. Wenn es nur noch dein Ding ist, dich zu zeigen, also sichtbar zu werden, weil das beobachte ich grundsätzlich ganz viel auf Facebook, aber auch ja, im Hinblick auf Kommentare, im Hinblick auf Interaktionen, auch hier in der Gruppe und ansonsten, dass man sich hinter etwas versteckt. Frag dich mal, hinter was versteckst du dich bis eben noch? Und was meine ich, wo ich das so wahrnehme, wo ich das so sehe, bei vielen auch hier in der Gruppe, wenn sie sich hinter diesem Bild verstecken und nicht sich selbst auf dem Bild zeigen, irgendwelche Blümchen oder den Hund zeigen, die Katze, die Maus, keine Ahnung was, oder sollen sonstige Fake-Bilder nehmen. Wenn du dich mit deiner Botschaft da draußen zeigen möchtest und wirklich, wirklich dein Helfersyndrom auch leben möchtest. Und Helfersyndrom meine ich jetzt nicht in dem Sinne, alles und jeden retten zu wollen und zum Nulltarif, das funktioniert sowieso nicht, oder missionarisch unterwegs zu sein, dann darfst du dich auch zeigen, damit die Menschen dich da draußen auch finden, damit du auch gesehen wirst. Und wenn du da jetzt, wenn so, lausch mal, was da jetzt so an Gedanken in dir aufkommt. Wenn du dich da draußen der Welt zeigst, so wie du bist, mit deiner einzigartigen Gabe und Stärke, was kommt da auf? Was kommt da an Prägungen, an Glaubenssätzen auf? Schreib es gerne mal ins Kommentarfeld. Was kann dir dann passieren? Mal gucken, wie ich sehe. Die Birgit, die Welt braucht Menschen mit Empathie, Mitgefühl, füreinander Dasein. Ja. Mario, und da kommt bei mir gerade, dass ich mir erstmal selbst helfen muss, da ich bis ja immer nur allen anderen geholfen habe. Ich glaube, da ist auch gerade was falsch. Ja, das sind so, dahinter verbirgt sich,
Mario, du bist da mit Sicherheit nicht alleine hier. Danke, dass du es so offen teilst. Da fühlen sich sicherlich noch ganz viele angesprochen, auch die, die es im Replay anschauen. Was verbirgt sich dahinter? Wahrheit, was weißt du? Das sind so Sabotageprogramme, wie ich sie gerne nenne, wie Viren, die wie beim Computer da verhindern, dass wir uns da draußen zeigen. Ich bin noch nicht gut genug. Ich kann das noch nicht. Ich bin zu klein. Ich habe doch in der Richtung keine Ausbildung. Ich muss doch erst noch dies und jenes machen. Ich muss doch erst, und das ist das größte Ding, was sich dahinter verbirgt, ich muss doch erst mal perfekt sein, bevor ich anderen helfen kann. Kommt das in die Richtung, Marion und alle anderen, könnt ihr damit was anfangen? Und weißt du, ihr alle, was mein größter Satz in der Richtung war und immer noch bis heute ist, weil das ganze Leben ist ja Weiterentwicklung. Ich stehe ja jetzt an einem anderen Punkt als vor 15 Jahren und werde in einem Jahr auch wieder in 2, 3 Jahren an einem ganz anderen Punkt stehen als jetzt. Wollen wir ja alle. Ja, wir wollen uns ja alle weiterentwickeln. Gib dir einen wunderbaren Satz mit auf den Weg. Lieber unperfekt starten, als perfekt erst gar nicht anzufangen. Lieber unperfekt starten, als perfekt erst gar nicht anzufangen. Okay. Hilft das? Schreib mir doch gerne mal ein Ja rein oder schenk mir ein Herzlein oder einen Daumen hoch, dass ich weiß, dass ich dich da erreicht habe. Okay, wenn ich dich sage, ich meine jeden von euch. So, und die Birgit schreibt, die Welt braucht Menschen mit Empathie, Mitgefühl, füreinander da sein. Genau. Das ist auch etwas, liebe Birgit und alle, das letzten Endes hier bei uns selbst anfängt. Die Empathie, das Mitgefühl, also das Gefühl für sich selbst, für sich auch da zu sein. Liebe Birgit und jeder von euch hier, wenn du dir erlaubst, du selbst zu sein, deine Botschaft, die du in dir trägst, herausbringst in die Welt, was würde das alles verändern? An Mitgefühl, an Zusammenhalt, an Empathie. Wenn du dir das erlaubst, du selbst zu sein. Und jetzt gebe ich dir noch was mit auf den Weg, was mein damaliger Mentor, das war so 2015, mir gesagt hat, was so der Augenöffner für mich war. Solange du dir nicht erlaubst, du selbst zu sein, dich von deinen Ängsten, von den Mustern, von den Glaubenssätzen, von den Prägungen, von den Blockaden und alles aufhalten lässt, weil du dir jetzt die Geschichte erzählst, ich kann jetzt nicht schon wieder in mich investieren und mir da eine klare Schritt-für-Schritt-Anleitung holen, dass ich jetzt endlich mal von A nach B komme. Oder du dir Geschichte erzählst, ich habe jetzt schon so viel investiert, das funktioniert bei mir eh nicht, weil, weil, weil. Oder ich habe jetzt kein Geld, um in mich zu investieren, mir eine klare Anleitung zu holen. Oder jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt gerade. Oder was auch immer. Solange verhinderst du, dein wahres Selbst zum Strahlen zu bringen, dein Licht raus in die Welt zu bringen. Und das ist ein Satz, den mein damaliger Mentor zu mir gesagt hat. Du kannst das vergleichen wie eine unterlassene Hilfeleistung. Wie eine unterlassene Hilfeleistung. Das hat so viel mit mir damals gemacht. Das hat mir so die Augen geöffnet. Stell dir mal vor, ich gebe dir ein Bild dazu. Stell dir mal vor,
du hockst auf einem Boot, weil das ist ja auch, das sind so die Glaubenssätze, die Dinge, die in uns drin sind, wie ein Sabotageprogramm, wie Virenprogramme. Ich muss erst noch die Ausbildung haben, ich muss erst noch perfekt sein, ich muss erst noch das Zertifikat machen, ich muss erst noch das machen und das machen und das machen. Und alles mehr zertifizieren lassen. Es gibt ja so viele Zertifikate und die Normen und Vorschriften hier im deutschsprachigen Raum, wie wohl kaum sonst wo. Ja? Stell dir mal vor, du hockst in einem Boot, schipperst auf dem See rum und in diesem Boot ist auch ein Anker, ein Rettungsanker. Irgend so ein uraltes Ding aus Vorkriegszeit noch, egal woher. Irgend so ein altes Teil. Und du siehst irgendwo, da ist eine Frau, die ist am Ertrinken im Wasser. Was würdest du denn dann machen? Würdest du den Rettungsanker nehmen und gucken, der hat keine TÜV-Plakette, der hat keine DIN-Norm, den kann ich nicht benutzen, den kann ich da nicht rauswerfen und die Frau retten. Oder würdest du, ohne eine Sekunde drüber nachzudenken, diesen Rettungsanker holen und ins Wasser werfen, um diese Frau zu retten, die da gerade am Ertrinken ist, dieser Mensch, egal ob Frau oder Mann. Merkst du, das sind alles Dinge, die sich nur in unserem und bis eben auch in deinem Kopf abgespielt haben. Du würdest einfach machen. Und ich würde da noch was gern mit auf den Weg geben. Eine kleine Geschichte, die ich zufälligerweise heute Morgen auch gerade noch mal gehört habe, die es auch so sehr auf den Punkt bringt. Schau mal, du bist hier, du willst mehr vom Leben, du willst dich selbstständig machen, du willst dich erfolgreich selbstständig machen. Du willst dein eigenes Ding machen, du willst deine Botschaft daraus in die Welt bringen. Du willst einen Mehrwert erschaffen, du willst Spuren hinterlassen, du willst glücklich und erfüllt auf dein Leben zurückblicken. Du willst deinen Kindern ein anderes Vorbild sein als das, was du bis eben noch warst. Und solche Dinge, also ich zähle jetzt alles Dinge auf, die bei mir da eine Rolle gespielt haben. Und die letzten Endes auch alles verändert haben. Und ich war es total leid, nach der Pfeife, nach den Nasen, von anderen Menschen zu tanzen, sprich Firma, Unternehmen. Das heißt nicht, dass ich nicht dankbar für diese Stelle war und das Geld, was es mir gebracht hat. Aber ich war unzufrieden damit. Und ich war unzufrieden damit, mir meinen Tag von anderen Menschen vorschreiben zu lassen, weil dann kann ich ja letzten Endes nicht ich selbst sein. Sobald du dich in irgendein Abhängigkeitsverhältnis zu einem anderen Menschen, sei es Chef, Arbeitgeber, Vorgesetzte, was auch immer begibst, kannst du nicht du selbst sein. Du darfst dir erlauben, das zu sein, was du in Wahrheit wirklich bist, eine einzigartige, wunderbare Persönlichkeit und dich von nichts und niemand anderem abhängig machen und schon gar nicht nach der Nase, nach den Pfeifen von anderen tanzen. Stichwort Pfeife. Kleine Geschichte dazu, damit du es greifen kannst, wovon ich hier spreche. Diese Geschichte, die liegt schon Jahre zurück. Geht ein Mann jeden Morgen zur Arbeit, kommt an einem Juweliergeschäft vorbei. An diesem Juweliergeschäft zückt er seine Uhr und stellt die Uhr, geht weiter. Jeden Morgen immer das gleiche Ritual. Hält an dem Juweliergeschäft an, holt seine Uhr aus der Tasche, stellt die und geht weiter. Und der Inhaber des Juweliergeschäftes, der hat das auch schon beobachtet. Er hat sich schon gefragt, was macht denn der Mann da jeden Morgen hier? Ja? Ich mache gerade mein Handy nochmal her an. Machen, damit ich eure Kommentare sehen und rechtzeitig drauf eingehen kann. Also, jeden Morgen gleiches Spiel. Der Juwelier hat sich schon gefragt, warum steht der Mann da jeden Morgen, guckt ins Schaufenster, stellt seine Uhr und geht weiter. Und eines Morgens war der Juwelier auch tatsächlich
vor seinem Geschäft, war dabei, den Bürgersteig zu fegen. Und da kam der Mann, stellt sich nochmal vors Schaufenster und stellt seine Uhr. Da sagt der Juwelier, guter Mann, darf ich Sie mal was fragen? Ich beobachte Sie jetzt schon hier seit einer Weile. Warum machen Sie das jeden Morgen hier? Warum halten Sie jeden Morgen hier an, zücken Ihre Uhr und stellen Ihre Uhr? Da sagt der Mann zu dem Juwelier, wissen Sie, ich arbeite da vorne in der großen Fabrik und meine Aufgabe ist es unter anderem, um 12 Uhr die Mittagspause einzuläuten mit dieser großen Pfeife, die Sie vielleicht von der Entfernung her auch jeden Tag hören, damit alle pünktlich in die Pause gehen. Deshalb brauche ich die genaue Uhrzeit. Und da sagt der Juwelier zu dem Mann, das ist ja sinnig jetzt, lieber Mann. Wissen Sie, wonach ich diese Uhren hier immer stelle? Um 12 Uhr, wenn ich die Pfeife da in der Fabrik höre. Dann weiß ich, es ist Punkt 12 Uhr. Das ist das Ding, wo wir uns fragen können, dürfen, wo hast du bis eben, ich sage immer bewusst bis eben, weil wenn du dieses Wörtchen einfügst, bis eben, signalisierst du dem Universum auch schon, es geht in eine andere Richtung jetzt. Wo hast du bis eben noch viel zu viel Dinge nachgeahmt, nach der Pfeife von anderen getanzt? Und glaubst, das weiter tun zu müssen, kannst du alles mal transformieren, jetzt, wenn du das möchtest. Es ist eine Entscheidung. Und kannst dich auch mal fragen, was kommt denn da auf, ein Glaubenssatz? Was verbirgt sich denn wirklich dahinter, wenn du dich jetzt der Welt da draußen zeigst? Was ist denn der Glaubenssatz, der sich dahinter verbirgt? Was kommt da auf? Schreib es doch gerne mal ins Kommentarfeld rein. Marion schreibt ja genau in die Richtung. François, ja, oft ist es so. Erst dann, genau. Das sind diese Ablenkungsmanöver. Erst wenn, dann. Erst jetzt noch das. Ja, ich bin es so leid, ich verstelle mich nun schon seit 21 Jahren. Genau, Marion. Haben wir bald geändert, das darf ich dir sagen. Okay. Gut, also schreibt doch gerne mal rein, können wir auch gerne nochmal auflösen. Wenn du dich jetzt traust, dich jetzt zu dem Zeitpunkt der Welt da draußen zu zeigen mit deiner Botschaft, was kommt da auf? Okay. Mit anderen Worten, Wahrheit, wovor hast du wirklich Angst, sichtbar zu werden? Mir hat kürzlich einer erzählt, dass es sogar so ist, selbst wenn sie sich vorstellt, ins Rathaus zu gehen und sich einen Gewerbeschein zu holen, selbst dann kommt so ein ungutes Gefühl auf. Was hat sich dahinter verborgen? Diese Gedanken, dass ich dann viel Geld für einen Steuerberater zahlen muss, dass das Finanzamt dann auf der Matte steht, dass ich dann Versicherungen selbst zahlen muss und. Solche Dinge. Und das sind auch so Sabotageprogramme, die dich denken lassen, erst wenn, dann, die dich daran hindern, wirklich dein Ding zu machen. Die dich daran hindern, wirklich erfolgreich durchzustarten. Okay? Und dazu, ganz wichtiger Aspekt, du darfst dir auch Klarheit darüber verschaffen, wie viel Umsatz du monatlich machen möchtest, um, Achtung, nicht einfach so über die Runden zu kommen. Bitte löst dich davon. Löst dich von dem Gedanken, dich mit wenig begnügen zu dürfen oder dich damit auch zu trösten. War ich früher auch stolz. Wow, jetzt bin ich mit so wenig da ausgekommen im Monat und sowas. Oder ich brauche ja nicht viel und solche Dinge. Wie viel Umsatz möchtest du im Monat machen oder brauchst du, nicht möchtest du, sondern brauchst du in der Tat, um richtig gut leben zu können, dass es dir gut geht, dass es deinem Körper gut geht, dass du dein
deinem Körper alles das geben kannst, was er braucht, um sich wohlzufühlen. Allerbeste Nahrung, allerbeste Nährstoffe, allerbeste Kleidung in einer guten Qualität, allerbestes Ambiente von deinem Umfeld her, von deinem Wohnumfeld her. Das sagt man doch so schön. Wow, das ist eine Augenweide. Allerbeste Energie. Ja? Welcher Betrag kommt da ohne Begrenzung in dein Bewusstsein? Welcher Betrag kommt da? Schreib mir doch gerne mal den Betrag da jetzt rein. Was kommt da? Welchen Umsatz braucht es im Monat, dass du richtig gut leben kannst, was weiterfließen lassen kannst, auch vielleicht noch zusätzlich an Spenden, an Projekte, was auch immer dir da am Herzen liegt. Erwähne ich deshalb so gerne, weil ich dir sagen kann, es macht so viel Freude, jeden Tag, jeden Monat auch, ja, jeden Tag, das ist ein gutes Ziel, jeden Tag schon Summe X weiterfließen zu lassen, nicht jeden Monat, an Spenden. Weil damit signalisierst du nicht nur dem Universum, ich habe mehr, als ich brauche. Das heißt, du bist in der Fülle. Das heißt, es fließt noch mehr zu dir. Sondern es macht auch eine unbändige Freude, da Projekte zu unterstützen, was auch immer deines ist. Genau. Melanie, sehr schöne Geschichte. Und ist dieses Sabotageprogramm wirklich Wahrheit? Ganz genau. Ja, danke Melanie. Sehr gut. Ist es wirklich die Wahrheit? Sehr schön. Und lausch da auf den ersten Impuls. Ist es wirklich deines? Ist es wirklich Wahrheit? Marion, die Arbeitsstelle, die Nachbarin, Hilfestellung, Freunde, Familie, immer nur nach deren Plan. Ganz genau. Bitte wisse, jetzt kein schlechtes Gewissen deshalb kriegen, sondern es ist der erste Schritt, um es überhaupt bewusst zu machen. Weil bis eben war dir vieles vielleicht noch ganz unbewusst. Und jetzt feier dich dafür, jetzt ist dir das alles bewusst geworden, wie du nach den Pfeifen von anderen getanzt hast. Und wie wäre es, wenn du jetzt deine eigene Pfeife auspackst und nur noch nach deiner eigenen Pfeife tanzt? Okay? So, welcher Betrag kommt? Ohne Begrenzung. Genau, sehr schön. Wow, 50.000 mindestens. 5.000, sehr schön. Das ist eine Basis. Das ist eine wunderbare Basis. So, und die nächste Frage dazu kannst du dir jetzt stellen. Erinnere dich, ich habe eingangs erwähnt, Fragen stellen. Immer Fragen stellen. Wie kann ich auf leichte Art und Weise und voller Freude Summe X, in deinem Beispiel 50.000, 5.000, jeden Monat in mein Leben lassen? Nochmal, kannst du ja gerne aufschreiben. Wie kann ich auf leichte Art und Weise und voller Freude Summe, nimm die Summe, die in dein Bewusstsein kommt, auch jetzt im Replay, jeden Monat in mein Leben lassen? Und was genau kann ich als Energieausgleich nehmen, damit mein Gegenüber auch alles annehmen und umsetzen kann, was ich ihm gebe? Was genau kann ich als Energieausgleich nehmen, damit mein Gegenüber alles annehmen und umsetzen kann, was ich ihm gebe? Weil, warum gebe ich dir diesen Satz mit? Erinnere dich ein paar Schritte zurück, dass du nicht auf die Idee kommst, jetzt weiter dich zu vergleichen, was holen andere vergleichsweise. Bei Beispiel 5.000 Euro im Monat, um da, wenn wir jetzt einen Stundensatz holen von nur 100 Euro, wie viele Kunden musst du im Monat gewinnen oder in Einzelsessions oder so, wenn du 100 Euro einen Stundensatz hast? Wie fühlt sich das an für dich? Größeres Hamsterrad kannst du dir wahrscheinlich gar nicht bauen. Ja? Und warum dieser Satz auch, den ich dir gerade mitgegeben habe? Vor allem der zweite Teil, was genau kann ich als Energieausgleich nehmen, damit mein Gegenüber alles nehmen und umsetzen kann, was ich ihm gebe?
Es macht keinen Sinn, und die Erfahrung hast du in deinem Leben bis eben auch schon oft gemacht, missionarisch unterwegs zu sein und anderen gut gemeinte Ratschläge mit auf den Weg zu geben, die die Ratschläge gar nicht haben wollen oder diese vielleicht im ersten Moment haben wollen. Dann wird es aber unbequem oder auch nicht und sie setzen es nicht um, weil einfach die Gegenleistung nicht da war. In diesem Universum will alles einen Energieausgleich haben, auf welche Art und Weise auch immer. Und dazu ist dieses Mittel Geld, was wir einfach haben, eine wunderbare Geschichte. Es ist eine wunderbare Erfindung. Wir haben nur ganz viel kranke Dinge, die sich in unserem Kopf abspielen zu dem Geld. Du merkst jetzt auch schon, also wenn du dich wirklich erfolgreich selbstständig machen möchtest, dann darfst du auf das Ding Geld-Mindset auf ein anderes Level bringen. Ist etwas, was wir auch in der Akademie ganz, ganz intensiv anschauen. Und jetzt bringe ich ja noch ein Beispiel, warum Geld so gut ist. Wie schön ist es, dass wir zum Bäcker gehen können und sagen können, das Brot hätte ich gerne und legen da einen Taler auf die Theke. Wie gut ist es, dass wir in ein Geschäft gehen können, sehen ein schickes Kleid und geben da Geld für und gehen mit dem schicken Kleid raus. Wie gut ist es, wenn ich in den Flieger, wenn ich irgendwo von A nach B fliegen oder auch fahren will, bleib mal bei dem Thema Auto, von A nach B fahren, dass ich an die Tankstelle fahre und da Benzin reinfülle, um von A nach B zu fahren. Statt mit den jeweiligen Menschen sich darüber zu unterhalten, was du mit denen als Gegenmittel tauschen kannst. Weil der das jetzt vielleicht gar nicht braucht oder will. Deshalb macht es keinen Sinn, auch missionarisch unterwegs zu sein. Sondern es macht Sinn, deine einzigartige Botschaft, dich da draußen zu zeigen, und zwar nur den Menschen, die deine Botschaft auch haben wollen, für die du ein Problem auch lösen kannst. Okay? So, also nochmal der Satz. Wie kann ich auf leichte Art und Weise und voller Freude Summe X, nimm die Summe, die in dein Bewusstsein kommt, jeden Monat in mein Leben lassen. Und was kann ich als Energieausgleich nehmen, damit mein Gegenüber alles nehmen, alles annehmen und umsetzen kann, was ich ihm gebe. Okay? Was kommt da jetzt bei dir auf? Ich kann mir vorstellen, da kommen auch noch mal so ein paar Glaubensdinge auf. Ich gucke mal hier rein, ob ich noch mal was Neues an Kommentaren sehe, wo ich noch gerne drauf eingehe. Muss nochmal aktualisieren, dauert immer ein bisschen, bis es mir angezeigt wird. So, und dann gebe ich dir noch einen Glaubenssatz mit auf den Weg. Einen Glaubenssatz. Der vieles, vieles, ich weiß gar nicht, wann ich den aufgenommen habe, schon vor vielen Jahren, der vieles verändert hat in der Richtung, neben allen anderen Dingen, Geld, Heilung und. Alles, was ich anfasse, wird zu Gold und zu einem gigantischen Erfolg. Alles, was ich anfasse, wird zu Gold und zu einem gigantischen Erfolg. Schreib dir diesen Glaubenssatz auf. Alles, was ich anfasse, wird zu Gold und zu einem gigantischen Erfolg. Und jetzt verrate ich dir noch ein Geheimnis, zeig dir ein Geheimnis, was ich seit, schon seit einer ganzen Weile mache. Kennst du den Ausdruck vom Volksmund, der oder die hat aber einen goldenen Daumen? Kennst du das? Schenk mir mal ein Herzlein oder einen Daumen hoch. Der Einfachheit halber, dass ich weiß, ich freue mich über diesen Daumen hoch und Herzleinregen immer, dass ich weiß, dass du diesen Glaubenssatz kennst. Oder schreib einfach hier ins Kommentarfeld. Was ist damit im Volksmund gemeint? Der ist erfolgreich, der kann das und. Goldenes Däumchen haben, ne? Oder einen grünen Daumen haben, sagt man auch gerne so. Ein grüner Daumen haben. Für einen Gärtner sieht man das so in erster Linie, wenn er so eine tolle Garten- und Landschaftsgestaltung macht. Wie kannst du dein Unterbewusstsein, dein Unbewusstes noch damit
füttern. Alles, was ich anfasse, wird zu Gold und zu einem gigantischen Erfolg, was ich seit geraumer Zeit mache. Ich habe mir einen goldfarbenen Nagellack gekauft. Guck mal hier, sieht man das in der Kamera? Ich hoffe, man sieht. Und habe einen goldlackierten Daumen. Warum? Weil jedes Mal, wenn ich einen Stift in die Hand hole und schreibe was, oder egal was ich mache, selbst wenn ich die Tasse in die Hand hole, ich gucke ja immer auf den Daumen, bewusst oder unbewusst. Und jedes Mal füttere ich mein Unbewusstes damit, alles, was ich anfasse, wird zu Gold und zu einem gigantischen Erfolg. Okay, also kleiner Geheimtipp. So kannst du dein Unbewusstes den ganzen Tag füttern. Ich habe übrigens früher, auch als wir noch nicht ortsunabhängig unterwegs waren, und ich bin ja schon auch gerne minimalistisch unterwegs, da habe ich dann irgendwann, also vom Gepäck her, weil mich das einfach stresst, 1000 Kleider mitzuhaben, vom Kleiderschrank zu stehen, was ziehe ich heute an? Also ich habe da ganz, ganz viel ausgemistet. Und genau. Und da habe ich mich dann irgendwann natürlich auch von meinem dicken Buchkalender getrennt. Ich hatte so einen dicken DIN A5 Buchkalender, der hat jetzt nicht so viel gewogen, aber wenn du halt minimalistisch unterwegs bist, dann guckst du halt auf jede Gramm, auf jeden Gramm, was du nicht mitschleppst. So habe ich da auf online umgestellt. Aber viele Jahre zuvor hatte ich immer einen Jahresbuchkalender mit Bildern drauf, die meinem Ziel entsprochen haben. Und das Teil, diesen Kalender, hatte ich ja ständig in der Hand. Und jedes Mal, wenn ich den gesehen habe, bewusst oder unbewusst, wenn er einfach nur da gelegen hat, wenn ich ihn in die Hand genommen habe, habe ich immer mein Unbewusstes damit gefüttert. So bin ich unter anderem auf diesen Weg auch gekommen. Okay, also goldener Daumen. Alles, was ich anfasse, wird zu Gold und zu einem gigantischen Erfolg. Okay? Der nächste Punkt ist, dass du auch ein wirklich, wirklich brennendes Verlangen in dir haben darfst, jetzt wirklich auch etwas verändern zu wollen. Bei mir sah das brennende Verlangen so aus, dass ich gesagt habe, okay, meine Seele hat jetzt genug gefroren. Mein Herz hat mir schon genügend Botschaften geschickt. Mein Körper hat mir auch schon genügend Disharmonien. Ich spreche jetzt bewusst von Disharmonien, weil jedes Krankheitsbild, jedes Symptom, was der Körper uns da schickt, ist ja nichts anderes als eine Disharmonie. Es ist etwas nicht in Harmonie in deinem Energiesystem, weil du nicht auf dem Weg deines Herzens, auf deinem Seelenweg bist. Weil du andere Dinge machst, weil du noch nach der Pfeife von anderen zu viel tanzt oder noch zu viele Sabotageprogramme in dir hast und dir jetzt erzählst, jetzt geht's nicht, weil und das, was ich jetzt da gerade noch auf der Seite, auf der hohen Kante habe, das muss ich dafür haben und. Das sind übrigens auch nochmal im Hinblick auf Fokus, sparen für schlechte Zeiten. Wenn wir sparen für schlechte Zeiten, was ziehen wir an? Die schlechten Zeiten. Ich erinnere mich gerade an eine Situation, nochmal, um es dir deutlicher zu machen, um dir damit auch noch ein Bild mit auf den Weg zu geben. Gott, das ist jetzt bestimmt schon 10 Jahre ist auf jeden Fall her. Eine Mama von einer Freundin von unserer Tochter, bei denen war ich zu Hause, die Kinder hatten gespielt, hat unsere Tochter abgeholt und hat die mir erzählt, dass bei ihnen eingebrochen wurde. Und hat mir so diese ganze Geschichte erzählt und. Und erzählte dann zum Schluss, also irgendwann so zwischendrin zum Schluss, und mein Mann, der hat unterm Bett einen großen Stock liegen für den Fall, dass mal eingebrochen wird, dass er sich da helfen kann und da, ja, ich weiß nicht, was er mit dem Stock machen wollte. Also er hatte unter dem Bett auf jeden Fall einen Stock liegen, falls mal Einbrecher da sind. Was für eine mentale Ausrichtung. Was für gute Ohren das Universum hat. Okay, dann schicke ich euch mal die Einbrecher. Merkst du, wie diffizil das alles ist mit dem, was wir hier denken, was wir aussenden?
Und ich habe mir einfach mal gesagt, meine Seele hat jetzt genug gefroren. Ich habe genug Disharmonien von meinem Körper geschickt bekommen. Und ich bin es einfach leid, nach der Pfeife von anderen zu tanzen. Ich bin es leid, dass die Monate länger dauern als das Geld. Ich bin es leid, meinen Kindern das Beispiel zu sein, das ich gar nicht sein will. Ich bin es leid, morgens aufzuwachen und zu denken, boah, heute wieder nur funktionieren. Also von Freude und Spaß im Leben keine Spur. Ich bin es leid, auch, ich habe das früher immer so gesagt, ich raste hier gleich aus in der Familie, weil ich so total unzufrieden auch mit mir war. Und dann es natürlich die Liebsten abbekommen haben, kennen wir ja alle. Und. Und ich höre auf, mir jetzt die Geschichte zu erzählen, dass erst wenn, dann, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt da ist und ich beginne es mir leichter zu machen. Weil all diese Geschichten, die du dir bis eben noch erzählt hast, nicht nur, dass sie dich ja dahin gebracht haben, wo du jetzt bist, du willst ja eigentlich in eine andere Richtung gehen. Und mir hat Albert Einstein so schön gesagt, die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. Also, gleichzeitig wieder zu versuchen und so ein bisschen was zu probieren, so ein bisschen Gas zu geben, aber nicht richtig durchzustarten, um dann immer wieder zu merken, ja, drehe mich ja doch im Kreis. Das heißt, du darfst jetzt wirklich damit beginnen, auch deine Gedanken zu meistern. Weil solange wir nicht wirklich selbst denken, unsere eigenen Gedanken, solange wir die nicht mal kontrollieren, was wir denken, und bewusst anfangen, die Gedanken zu denken, die uns dorthin bringen, wo wir hinwollen, können wir im zweiten Schritt auch nicht kontrollieren, was wir tun. Oder tun weiterhin die Dinge, die wir bis eben auch noch gemacht haben, also mal hier gucken, mal da gucken, da mal einen Lichtblick haben, da mal was probieren. Das fruchtet ja alles nichts. Du darfst dich jetzt für dich, für deine wahre Größe entscheiden, dein Licht da draußen in die Welt zu bringen, wie die Birgit so schön geschrieben hat, ich sehe es jetzt hier im Kommentarfeld nimmer, was die Welt da draußen braucht. Wie war das nochmal? Jetzt muss ich doch gucken. Birgit, wie war deine Formulierung nochmal? Was die Welt da draußen braucht, Empathie, Mitgefühl und füreinander Dasein. Du darfst dich jetzt dafür entscheiden. Jetzt, in diesem Moment. Da stecke ich immer noch drin, ich falle immer wieder etwas runter. In einem Moment noch hoch und im nächsten Moment wieder unten. Und genau ist das Wertvolle, wenn du da jemanden an deiner Seite hast. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum ich bis heute inzwischen nicht nur einen Mentor an meiner Seite habe, sondern parallel immer mehrere für alle möglichen Bereiche. Ich weiß genau, wenn das und das jetzt irgendwie, das kommt auf, weiß ich genau, mit wem ich sprechen kann, mit wem ich sprechen muss, darf. Damit ich erst gar nicht wieder in diese Falle reintappe. Damit es gleich wieder in eine andere Richtung geht. Sofort, zack, auf Fingerschnipp. Es darf leicht gehen. Es darf einfach gehen. Es darf schnell gehen. Das Leben ist im Prinzip nur wie ein Fingerschnipp, wenn irgendwann mal der letzte Atemzug da ist. Dann denken wir zurück, hätte ich doch nur. Ich habe von läppischen paar tausend Euro abhängig gemacht, nicht meinen Weg zu gehen. Hätte ich mir doch nur erlaubt, wirklich 50.000 Euro in mein Leben zu ziehen im Monat. Hätte ich mir nur erlaubt, wenigstens 5.000 Euro in mein Leben zu ziehen. Was hätte ich alles können, damit Gutes bewirken? Dann ist es zu spät. Jetzt lebst du. Dein Geist, deine Seele, die hatten schon viele frühere Leben, die mögen auch noch viele weitere Leben haben. Aber im jetzigen Körper ist nur das eine Leben. Und dieses Leben hier ist keine Probe, keine Generalprobe. Das ist jetzt, das findet jetzt statt. Und was gestern ist, was bis eben noch war, ist vorbei. Mach einen Cut. Jetzt neu
Wo willst du hin? In die Richtung. Und dann geh auch in die Richtung. Ohne Kompromisse. Ohne Wenn und Aber. Damit du einfach irgendwann mal denkst. Es hat zwar ein paar Jahre gedauert, aber ich habe die Kurve noch gekriegt. Ich habe mir noch erlaubt, mein Licht da draußen zu zeigen, in die Welt zu bringen. Okay? So. Zum Stichwort Mut. Zum Thema Mut. Fange ich an. Auch eine Prägung, die in uns drin ist, die uns gefangen hält. Hol mal nochmal das Beispiel, was ich eingangs hatte, als kleines Kind, als kleines einjähriges Kind. Du bist in einen Raum gegangen, ohne dir Gedanken drüber zu machen, wer hockt da, wie hocken die Leute da, wie muss ich da jetzt reinkommen, muss ich da anklopfen, darf ich da reinkommen oder überhaupt was. Du hattest null Gedanken dazu, du hast einfach gemacht. Du hast nicht über irgendetwas nachgedacht. Dann ist aber Folgendes geschehen, nur um ein Beispiel zu nennen. Du hast, bist mal so, wie man das so schön sagt, du bist mal so ungestüm irgendwo rein und bist da zusammengestaucht worden. Das macht man nicht, das geht doch nicht. Du kannst hier nicht einfach reinkommen und. Es geht jetzt nicht darum, dass du gewisse Regeln nicht einhältst und nie wieder irgendwo anklopfen sollst, wenn du in ein Büro oder was reingehst oder in einen Raum reingehst oder was. Darum geht es nicht. Ich will dir damit nur an dem Beispiel klar machen, wie sehr du aufgehört hast, mutig zu sein, Dinge zu machen, weil dahinter verstecken sich ja diese Dinge, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, andere können das besser, ich muss so und so sein, ich muss perfekt sein. Das hattest du nicht, das hast du nicht natürlicherweise hier mitgebracht, sondern das hat mir dir übergestülpt. Und als Kind hast du auch nicht drüber nachgedacht, keine Ahnung, was nehmen wir? Die erste Rutsche auf dem Kinderspielplatz. Du bist die Leiter, du wolltest die Leiter hochklettern. Deine Mama hat dir vielleicht dann noch geholfen, weil du noch so klein warst, dass du es alleine nicht geschafft hast. Du hast dich oben auf die Rutsche gehockt und bist runtergerutscht. Du hättest auch keine Angst gehabt, von einer großen Stufe runter zu springen. Du wärst einfach gesprungen. Hattest keine Prägung dazu. Du hattest auch keine Prägung dazu, keine Ahnung, was können wir da noch nehmen? Was haben wir noch als Kind gemacht? Egal, fällt mir jetzt gerade nichts ein, aber das mit der Rutsche oder sowas, das können wir alles nachvollziehen. Du wärst sogar aus dem Flugzeug, wenn du runtergeguckt hättest, du hättest keine Angst gehabt, da einfach aus dem Flieger rauszusteigen, weil keine Prägung da war, das, was passiert. So, und jetzt erinnere dich mal, und das sind ja jetzt auch alles Dinge, die ja gut sind, dass man uns beigebracht hat. Man kann nicht einfach aus 1000 Meter Höhe oder 4000 Meter Höhe ohne Fallschirm aus dem Flieger raus, passt nicht so gut. Das sind ja gute Dinge, die man uns beigebracht hat, ja? Aber warum rutschst du jetzt nicht auf einer langen Rutsche runter und hockst da oben und hältst dich fest und hast Angst? Warum traust du dich nicht, jetzt durch diese Ängste durchzugehen, auch wenn du schon von mir, von anderen gehört hast, da steckt dein größtes Potenzial hinter. Und du hast das alles schon mal gemacht. Du hast diese Mut, diese Ängste alle schon mal überwunden. Und wie hast du dich anschließend gefühlt? Dazu kann ich dir jetzt ein paar Beispiele geben. Vielleicht erinnerst du dich, als du den Führerschein gemacht hast und hast dann zum ersten Mal ganz alleine, ohne Fahrlehrer, im Auto gehockt und warst alleine im Auto unterwegs. Was waren das für Gefühle? Du warst stolz wie Oscar. Als du zum ersten Mal vielleicht gereist bist, zum ersten Mal alleine im Flieger gehockt hast, alleine unterwegs warst, du warst stolz wie Oscar. Als du vielleicht zum ersten Mal ganz alleine
Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, den Schulweg gegangen bist. Du warst stolz wie Oskar, als du zum ersten Mal mit einem Fahrrad ohne Stützräder gefahren bist. Du warst stolz wie Oskar. Vielleicht hast du auch als Erwachsene, das habe ich gerade mit einer unserer VIP-Kundinnen gemacht, bei einem Hochseilklettergarten unterwegs. Und da gibt es ja dann auch so Herausforderungen, die man machen darf. Und dann steht man bei dem einen oder anderen und denkt, nee, da kann ich jetzt nicht springen, das geht nicht. Und dann macht man es doch und ist anschließend stolz wie Oskar auf sich. Also diese Dinge, erinnere dich daran, wo du schon mal Ängste und Armut überwunden hast, im Sinne von arm an Mut zu sein, wie es dich weitergebracht hat, wie es dich den nächsten Schritt hat gehen lassen. Und daran darfst du jetzt nochmal anknüpfen. Davon darfst du dich jetzt nochmal erinnern. Und dann genau das Gleiche jetzt mit der Selbstständigkeit machen. All das, was dich eben noch zurückgehalten hat, bis eben noch. Geh da durch. Geh da durch. Du hast nie Angst in der Angst, sondern immer nur vor der Angst. Wenn du da mal gesprungen bist, mutig, nicht nur, dass du stolz wie Oskar bist und sagst, wow, ich habe es jetzt gemacht, sondern genau weißt, jetzt gibt es kein Zurück mehr, jetzt gibt es nur noch in diese Richtung, auf den Weg deines Herzens. Ja? Und wenn du wirklich dir erfolgreich dein Leben nach deinem Herzen gestalten willst, ganz so, wie du es wirklich haben möchtest, Wahrheit, das weißt du, ist dann jetzt wirklich jetzt der richtige Zeitpunkt, jetzt nach deiner eigenen Pfeife zu tanzen, statt weiter nach den Pfeifen von anderen. Und damit bitte meine ich nicht, dass du morgen sollst die Kündigung einreichen, sondern dass du dich jetzt parallel zu dem, was dir jetzt gerade noch dein Lebensstandard aufrecht erhält, im wahrsten Sinne des Wortes, dir deine Selbstständigkeit auf dieses Level bringst, dass du Beispiel 50.000 im Monat, 5.000, ist alles möglich. Das Geld ist ja da. Das Universum, das Leben ist auch immer wohlwollend an deiner Seite, wenn du es denn zulässt, wenn du die richtigen, also nicht die richtigen, es gibt kein richtig, es gibt kein falsch, die Impulse ans Universum, die Energien raussendest in Form von deinen Gedanken. Energien, wie willst du es haben? Das Universum erschafft dir deine Lebenswirklichkeit. Du darfst natürlich auch dann nicht nur da hocken, um, liebe Gott, wird es schon richten, sondern du darfst auch entsprechend ins Handeln kommen. So, das heißt, wenn du dir wirklich dein Leben nach deinem Herzen gestalten willst, wie du es haben willst, dann kommst du nicht drumrum, wirklich auch die volle Verantwortung für dich, für dein Leben zu übernehmen und auch die Kontrolle dazu übernehmen. Wenn jetzt Glaubenssätze aufkommen, boah, das ist auch schwer oder was haben wir sonst schon gehört, es sind schon so viele da draußen gescheitert oder du bist schon mal gescheitert, vielleicht hast du es ja auch schon mal probiert. Solange du dich da von diesen Geschichten, die dein Kopf dir erzählt, auf welche Art und Weise auch immer, nenn es Glaubenssatz, nenn es Prägung, Sabotageprogramm, Virusprogramm, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Wie wäre es, wenn du beginnst jetzt dir das? Oder wie wäre es, formulieren wir es so, wie wäre es, wenn du jetzt beginnst, dir die Dinge einzureden, so wie du es wirklich haben möchtest, statt dir Dinge auszureden? Und wie wäre es, wenn du beginnst, dir dein Leben jetzt schön zu reden, statt es dir schlecht zu reden? Beides funktioniert. Wie willst du es haben? Du darfst dir dein Leben, so wie du es wirklich haben möchtest, dir vor deinem inneren Auge immer und immer wieder vorstellen.
immer und immer wieder. Und du darfst auch beginnen, so wie ich dich jetzt zwischendrin immer mal wieder eingeladen habe, Glaubenssatz, was kommt da auf? Und es gibt hier der Zeitrahmen nicht her, im Detail dahin zu schauen. Dazu gibt es ja auch ein Mentoring-Programm, wo ich dich da gerne begleite über einen gewissen Zeitrahmen, wo wir das alles loslassen als Weg. Dass du da durchstartest, auf dem kürzesten Weg im Übrigen, auf dem kürzesten Weg. Weil den Fehler habe ich früher auch gemacht. Ich habe immer gedacht, ich muss es alleine schaffen. Ich gucke hier und da und dort und mache da ein bisschen was nach und probiere das und probiere das. Ah nee, jetzt habe ich den Gedanken da auf, jetzt könnte ich doch erstmal das. Jetzt habe ich vom Universum die Idee bekommen, jetzt könnte ich doch erstmal das. Das funktioniert nicht. Also der kürzeste Weg ist wirklich dir eine genaue, wie beim Navigationssystem, eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung zu holen, die du ja definitiv hier auch haben kannst. Du darfst dich da für ein Klarheitsgespräch auch gerne für einen freien Platz in der Akademie bewerben. So, also, da waren wir stehen geblieben. Du darfst dir dein Leben, wie du es wirklich haben möchtest, vor deinem inneren Auge so vorstellen, wie du es wirklich haben möchtest, damit du in diese Richtung auch gehst, damit du dein Navigationssystem auch in die Richtung programmierst. Und du darfst lernen, bewusst so zu denken und aufhören, dich denken zu lassen, sondern stattdessen bewusst so zu denken in die Richtung, in die du wirklich gehen möchtest. Und zwar nicht nur einmal morgens in Form von einem Satz, in Form von einem Glaubensritual, in Form von was weiß ich nicht alles, sondern du darfst es aneignen, ständig in die Richtung zu denken. Dann geht es viel rascher. Einer meiner Glaubenssätze, kaum denke ich an etwas Schönes, schon wird es zur gelebten Realität. Also lerne deine Gefühle zu entschlüsseln, zu ändern und beginne bewusst so zu denken, wo du wirklich hin willst. Weil dann geschieht auch Folgendes. Dann kommt auch so eine innere Kraft und Energie in dir auf, so ein Wollen, ich will jetzt in die Richtung, wo du nochmal alle Kräfte bündelst und fast automatisch dich auch von Armut im Sinne von Arm an Mut zu sein verabschiedest, sondern in die Richtung geht's hier. Weil letzten Endes, du bist doch auch mal hierher gekommen, um zu gewinnen. Du warst ja auch mal Gewinner, sonst wärst du nicht hier. Und das geschieht immer auf dem gleichen Weg. Hinter der größten Angst steckt der größte Erfolg. Nochmal, wir haben nie Angst in der Angst, sondern immer nur davor. Und es geschieht, wenn du in eine andere Richtung gehen willst, geht es immer darum, du steckst hier in der Komfortzone, um die zu verlassen, kommt erstmal Angst, bei manchen sogar Panik auf. Ich an mich denke, mein ganzes System hat rebelliert, als ich zum ersten Mal einen fünfstelligen Betrag investiert hatte in Coaching, das ich noch nicht mal zu dem Zeitpunkt auf dem Konto hatte. Da war Panik, Durchfall, ich habe auf der Toilette gehockt, Herzrasen. Das ist das, was geschieht, wenn du deine Entscheidung triffst, ich gehe jetzt da durch. Das kann dir auch niemand abnehmen. Deshalb sage ich es hier so deutlich. Ich wisse, dass das der einzige Weg ist, das einmal zu durchbrechen. Schau mal, wenn du wissen willst, du bist jetzt in deinem Raum, noch ein metaphorisches Bild, du bist jetzt in deinem Raum, in deinem Lebensraum und der gefällt dir nicht. Sei es beruflich, körperlich, gesundheitlich, privat, vom Geld her, was auch immer. Und da ist eine Tür. Und hinter der Tür ist dein ideales Leben voller Fülle, voller Freude, voller Spaß, so wie du es dir mal vorgestellt hast. Wenn du nicht mal den Mut hast, die Tür aufzumachen und da durchzugehen, dann kommst du nicht da an, geht nicht. Ist das hier auch. Und dann geschieht Wachstum. Also Komfortzone verlassen, wisse,
hinter dieser größten Angst steckt dein größtes Potenzial, um dann durchzustarten und dann ist Wachstum möglich. Das heißt, es geht wirklich darum, die Entscheidung für dich und für dein Leben zu treffen. Du bist hierher gekommen, weil du zu den Gewinnern definitiv gehörst, sonst wärst du ja nicht hier. Okay. So, jetzt schaue ich mal nochmal ins Kommentarfeld rein. Was hast du noch an Fragen? Wäre ein guter Zeitpunkt jetzt. Und ganz wichtiger Aspekt, der erste Impuls, der kommt immer aus deinem Herzen. Der erste Impuls kommt immer aus deinem Herzen. Just a moment. So. Für die ganz Schnellen von euch habe ich jetzt hier mal gerade das Bewerbungsformular reingepostet. Genau, weil ja immer nur eine gewisse Anzahl von Plätzen in der Akademie frei sind, wo ich dich einfach an Hand nehme und wie im Navigationssystem da nicht nur ich alleine, sondern mit meinem wunderbaren Team begleite, Seelenaufgabe, Seelenplan zu entdecken, Lebensaufgabe, den Seelenberuf daraus zu kreieren. Und all die Dinge hier an Mindset-Kram, was da im Kopf rumschwirrt, was dich daran hindert, loszulassen. Immer Fingerschnipp, schnell, rasch, es darf schnell gehen. Deshalb bewirb dich da. Dann hast du in 4 Wochen Klarheit, was deiner Lebensaufgabe entspricht und bekommst auch einen Plan und gerne auch die Begleitung, wie du daraus deinen Seelenberuf, deine Selbstständigkeit wirklich jetzt durchstartest. So, also wisse, der erste Impuls kommt immer, immer aus deinem Herzen. Deine Herzintelligenz, diese tiefe innere Weisheit in dir, die ist da. In Wahrheit, was weißt du, was ist dein allererster Impuls jetzt? Ohne Wenn und Aber und ohne erst Wenn, dann und ohne auch an Geld oder an irgendwas anderes zu denken. Würdest du dich jetzt gerne begleiten lassen, dass du in 4 Wochen Klarheit hast zu deinem Seelenplan und auch in 3 Monaten später, also insgesamt in 4 Wochen, deinen Seelenberuf am Start hast? Was kommt da als erster Impuls? Ja. Dann klick auf den Link und bewirb dich. Dann lass uns sprechen. Alles, was danach kommt, egal bei welchen Entscheidungen du stehst, alles, was in Bruchteil von Sekunden danach kommt, egal was es ist, kommt immer aus dem Kopf. Immer. Und unser Herz, dein Herz, das war schon da, das hat schon geschlagen, bevor der Kopf überhaupt angefangen hat zu denken. Mir kommt gerade das Bild auf, deshalb habe ich das so gezeigt. Bei der ersten Schwangerschaft, als die im Ultraschall gezeigt wurde, hat man ja nur so ein blinkendes Etwas gesehen. Das Herz war schon da und das weiß viel, viel besser, was du als Mensch, was wirklich gut für dich ist. Wann willst du anfangen, auf dein Herz zu hören, auf deine Seele? Wie viel länger willst du noch auf deinen Kopf hören und dir sagen, das ist jetzt aber vernünftig, erst das und das zu machen? Und deine Seele und dein Herz denken schon, oh, jetzt rennen sie schon wieder gegen die Wand. Sorry, wenn ich das jetzt hier so übertreibe ein bisschen. Ich würde dich gern wachrütteln, weil ich weiß einfach, wie viel mehr für dich möglich ist, wenn du dir jetzt erlaubst, wirklich dein Potenzial zu entdecken und das auch zu leben und dafür auch zu gehen und endlich mal zu springen in dieses neue Leben oder die Tür endlich mal aufmachst in dieses lichtvolle Leben, das du für dich haben möchtest und das du auch für die Welt da draußen haben möchtest. Tust jetzt. Jetzt. Okay? So, ihr Lieben,
Sonntag Live-Training. Ich gucke mal, ob ich noch Kommentare hier sehe. So viel Energie hier reingebracht. Mein Handy ist raus. So. Ich habe oft das Gefühl, ich bereite mich immer noch auf das Leben vor. Françoise, sehr schön. Danke, 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 dass du das hier noch reingeschrieben hast. Françoise und ihr Lieben alle hier. Wir sind hier auf die Welt gekommen und waren perfekte Persönlichkeiten. Ja, wir durften laufen lernen und noch alles Mögliche. Ja, wir haben ganz viel gelernt, was wir besser nicht gelernt hätten. Aber deshalb sprechen wir jetzt hier. Dieses Ding dahinter, das Gefühl zu haben, ich bereite mich immer noch auf das Leben vor, auf welche Art und Weise diese Sabotage, dieses Virusprogramm in uns ist. Und solange es in uns ist, funktioniert das nicht. Sondern es führt dazu, dass das Leben und wertvolle Lebenszeit vorbeirauschen und dann irgendwann wir denken, hätte ich doch nur. Bitte wisse, du musst dich auf nichts vorbereiten. Einzige, was du tun darfst oder nimm auch gerne musst, dich daran zu erinnern, jetzt, dass du so wie du bist, eine vollkommene Persönlichkeit bist, dass du eine einzigartige Botschaft in dir trägst und einen Plan verborgen in dir trägst, in Form von deinen Talenten, deinem Potenzial, deiner Kreativität, deiner Lebensaufgabe, was du hier machen wolltest eigentlich, welchen Mehrwert du hier stiften wolltest, was du der Welt hinterlassen wolltest, deine Seelenbotschaft. Und deshalb löst dich von dem Gedanken, dazu lade ich dich ein, dass du dich auf irgendetwas vorbereiten musst. Dein Leben findet jetzt statt. Was noch vor einem Augenblick war, ist vorbei. Und die Zukunft ist das, die Zeit, in der du leben wirst. Wie lange die noch dauert, weiß niemand von uns. Und deshalb ist jetzt der Zeitpunkt, dich für dich zu entscheiden, wieder zurück zu entscheiden. Du hast dich irgendwann, wenn du so willst, auch von dir weg entschieden. Entscheide dich jetzt für dich. Wie hilft dir das, liebe Françoise und alle anderen? Ja, Marion, geh jetzt doch nochmal durch die Angst in Sachen Kredit erhöhen. Zum Stichwort Kredit erhöhen. Da gebe ich euch auch noch gerne was mit auf den Weg. Danke, Marion, dass du das hier auch teilst. Es ist normal für uns, einen Kredit aufzunehmen, um ein Haus zu bauen. Es ist normal für uns, einen Kredit aufzunehmen, um ein Auto zu kaufen. Oder inzwischen gibt es ja auch Leasing-Geschichten. Da ist ja nichts anderes wie ein Kredit. Es ist normal für uns, einen Kredit aufzunehmen, um eine Waschmaschine, eine Spülmaschine zu finanzieren oder einen Kredit aufzunehmen, um einen Computer zu kaufen. Das ist normal. Das Ding ist nur, das ist auch in der Tat ein Kredit in dem Sinne, dass ich Schulden mache. Weil, wenn ich jetzt... Also zum einen zum Thema Hauskauf, weil ich das als erstes jetzt hier nenne.
Es ist in unserer Vorstellung nicht, aber es gibt sehr wohl diese Menschen, die haben das in ihrer Vorstellung, die machen das auch. Ein Haus zu sehen, Beispiel, das kostet 1 Million, und dann zahle ich das einfach so, Bargeld. Anderes Beispiel noch zum Thema Auto, was nicht üblicherweise in unserer Vorstellung ist. Einer meiner Mentorinnen hat letzte Woche erzählt, dass sie ins Autohaus ist und sich ein Auto gekauft hat für 51.000, hat das Geld bar hingelegt und hatte total Freude und Spaß dran, die Welt des Verkäufers vom Kopf auf den Fuß zu stellen oder von den Füßen auf den Kopf zu stellen, vielmehr, dass jemand kommt, legt das an Bargeld auf den Tisch, kauft das Auto und geht wieder raus. Das ist nicht in unserer Vorstellung. Was wäre, wenn es normal wäre? Wenn das so normal wäre, und jetzt bringe ich wahrscheinlich deinen Kopf ganz in eine andere Region rein, wie wenn du dir morgens ein Brot kaufst für 3 Euro. Das sind alles nur Quatschis und Hirngespinste in uns. Das sind alles nur Dinge hier zwischen den Ohren, weil das Geld ist ja da letzten Endes. So, jetzt kommen wir noch weiter zu dem Kredit, was auch normal ist, dass wir ein Auto auf Kredit kaufen, Computer auf Kredit, Schulden machen. Sobald wir mit dem Auto vom Autohof runterfahren, sobald wir mit dem Computer aus dem Geschäft rausgehen, hat dieses Ding schon an Wert verloren. Ist das Auto schon keine 50.000 mehr wert, sondern nur noch 45.000, weil es ist benutzt, es ist ein Gebrauchtwagen, hat ein paar Kilometer gefahren. Ja? Der Computer ist auch benutzt schon, weil da alle Programme schon aktiviert wurden und ja. Das ist das Ding mit Kredit und Schulden machen. Der Was nicht üblich bei uns in unseren Regionen ist, was aber sehr wohl alle Menschen machen, die erfolgreich sind da draußen, die investieren in sich selbst. Im ersten Schritt, um zu wachsen, um erfolgreich zu werden, um die Identität zu werden, die sie wirklich sein wollen. Sei es in dem Beispiel hier, Lebensaufgabe zu entdecken, Seelenplan zu entdecken, Seelenberuf daraus zu kreieren. Und dann dieses Invest 10-fach, 100-fach, 1000-fach zurückzukommen, um dann in andere Dinge zu investieren. Sei es in die weitere Persönlichkeitsentwicklung, oder sei es, dass sie solche Glaubenssätze alles gelöst haben, auch im Hinblick auf Mindset, dass wie dieses Beispiel eben 50.000 Euro ins Autohaus reinmarschieren, das Auto hole ich hier, mach mir die Papiere fertig, zack, ich hol's mit. Oder ein Haus zu kaufen für 1 Million und 1 Million einfach von A nach B zu überweisen. Das gibt es alles. Und wenn es nicht möglich wäre, wird es ja nicht geben. Es ist nur bis eben nicht in deiner Welt gewesen. Und das ist der Unterschied von Investition in sich selbst und damit in alles Weitere, was daraus erfolgt, oder einen Kredit aufzunehmen, um Schulden zu machen, um Konsumgüter zu haben. Okay, hilft das, ihr Lieben? Der Seelenplan ist verschüttet. Ich glaube, ich versuche, mit dem Verstand dahin zu kommen. Françoise, ja. Mit dem Denker, mit dem Verstand, mit der Vernunft. Weißt du auch, warum das nicht funktioniert? Weil unser Verstand, unsere Vernunft, unser Denker, unser süßes Köpfchen hier knüpft immer an Programme an, die wir irgendwo mal aufgeschnappt haben, was bis gestern, bis eben in der Vergangenheit war. Wo es nicht funktioniert hat, wie es funktioniert hat, wie es nicht funktioniert hat, welche Erfahrungen jemand gemacht hat und.
Der Verstand, der Denker, der kann auf einer ganz neutralen Ebene, behaupte ich jetzt einfach mal, nett sein. Deshalb sagt der Volksmund es ja auch schon. Der Verstand ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Und wir kennen es alle, hätte ich doch nur auf meinen Bauch gehört. Wenn unser Bauch, Hirn, unsere Wahrnehmung, unsere Herz, unser Herz, unsere Seele, da steckt die wahre Weisheit in uns. Die weiß ganz genau deinen Weg. Die weiß ganz genau, warum du da bist. Dein Herz, wie würde es vor Freude hüpfen, wenn du dich jetzt diesen einen Schritt traust, darüber zu springen? Und deinen wahren, ich nenne es jetzt mal spirituell göttlichen Kern zu entdecken und dein Licht da draußen in die Welt zu bringen. Ja? Deshalb können wir mit unserem logischen Verstand, der versucht, alles zu erklären, alles zu erforschen und knüpft an all die Dinge an, die wir schon tausendfach gehört haben, erfahren haben und. Der knüpft immer an diese Dinge an. Deshalb geht es mit dem logischen Verstand nicht. Und der logische Verstand von der Marion, der ist jetzt auch mal verirrt. Das ist gut. Da kann man wieder das Herz und die Seele ein bisschen besser agieren. Bitte wisse, erster Impuls kommt immer aus dem Herzen, immer aus deiner tiefen inneren Weisheit, immer aus deiner Seele. Und alles, was ein Bruchteil von Sekunden danach kommt, immer Verstand und Kopf eingesetzt. Und bitte wisse auch, es geht nicht darum, den Verstand auszuschalten, sondern ihn als Beobachter einzusehen. Der Verstand ist ein guter Diener, ein schlechter Herr. Und der Verstand ist so raffiniert, der erzählt dir sogar jetzt, sei doch mal vernünftig, du hast doch schon mal das und das investiert. Du wirst doch jetzt nicht schon wieder in was investieren wollen. Das hat nämlich damals nicht funktioniert. Und was ist, wenn es jetzt auch nicht funktioniert? Dann geht ja gar nichts mehr. Bleib mal bitte schön in deinem Schneckenhaus drin und probier doch erstmal noch. Ich habe es jetzt ein bisschen theatralisch rübergegeben. Nicht, weil ich dich ärgern will, sondern weil ich es dir bewusst machen will, weil ich es von mir genauso gut kenne. Wie raffiniert unser Verstand, unser Denker unterwegs ist, der uns sogar erzählt, sei doch mal vernünftig jetzt. Und vor allem, wenn wir uns trauen, über unsere großen Träume zu sprechen, im Umfeld, sei doch mal realistisch, bleib doch mal auf dem Boden der Tatsachen. Ne? Kennen wir alle. Gut, also, du weißt jetzt, was zu tun ist, was du tun darfst, um dich wirklich erfolgreich selbstständig zu machen. Trau dich, hab Mut, bewirb dich um einen freien Platz in der Akademie. Ich poste dir den Link nochmal rein. Und lass uns da Klarheit schaffen, was es da noch alles zu lösen gilt, wo genau du hin willst und welche Schritte wir gemeinsam gehen können, dass du da auch in dem gemeinsam gesteckten Zeitrahmen dann bist. Okay? Ja, Melanie. Sehr schön. Wir sehen uns. Marion, sehr gut, wunderbar. Ihr Lieben, habt noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Sonntag. Guckt euch nochmal an, guckt ihr es nochmal an und lauscht vor allem jetzt auf den ersten Impuls. Bewirb dich um einen freien Platz in der Akademie und wisse, es darf auch einfach sein, du musst dich nicht weiter quälen. Du darfst dir Hilfe holen, du darfst dir das genaue Navigationssystem holen.
Du darfst beginnen jetzt mit unserer Unterstützung, mit dem Herzen zu denken und mit dem Verstand zu fühlen und den Verstand als Beobachter einzusetzen und deine wahre Botschaft zu erkennen, in die Welt zu bringen, du selbst zu sein. Bitte wisse, es ist alles, alles, alles für dich möglich. Was wäre, wenn du jetzt die Möglichkeiten in dein Leben lässt, von denen du bis eben noch geglaubt hast, dass sie nicht möglich sind, dass wenn du ihnen erlaubst, sie auch zu deiner Lebenswirklichkeit werden. Was, vielen lieben Dank. Danke dir, danke euch allen. Klick auf den Link, bewirb dich, ist dein erster Schritt. Und dann sprechen wir und schauen, welche Schritte du weitergehen kannst. Okay, bis dahin. Ciao.